Einmal mehr internationales Flair bei den Tonspuren am Asitz in Leogang. Die Stars on Stage beim dritten Konzert dieses Sommers waren der Niederländer Hans Tesink und Big Daddy Wilson aus North Carolina, USA. Zwei unumstrittene Größen, wenn es um feinste Bluesmusik geht. Nach mehr als 8000 Konzerten und 50 Jahren on the road ist Hans Tesink eine Institution in Sachen Blues- und Rootsmusik. Mit seiner sonoren Stimme und dem unverkennbaren Gitarrenstil ist er weltweit gefragt und im Jubiläumsjahr hat er sich nun mit Singer-Songwriter Big Daddy Wilson zusammengetan. Gemeinsam bringen die beiden Vollblutmusiker einen einzigartigen Mix von energievoller Bluesmusik, amerikanischen Roots, Folk und Spirituals auf die Bühne. Nobody wants to take a troubled man on his lonely journey home. Das war einfach unglaublich. Also das Gefühl, der Blues, die Musik, die Stimmung, also großartig. Es ist unglaublich, was da auf die Füße gestellt wird. Und ich muss sagen, es ist jedes Jahr wieder ein Wahnsinnserlebnis, aber heute, das war sicher eines der Highlights. Für die Tonspurenbesucher war es wieder ein echtes Erlebnis. Ein Highlight war sicher das spontane Arrangement mit zwei weißen Bläsern aus Onken. Das Konzert mit Hans Tesink und Big Daddy Wilson war einmal mehr Tonspuren at its best. Mit strahlenden Augen, wohin man auch schaute. Mama says, son, don't you let it get your spirit down. Mama says, son, don't you let it get your spirit down. First time playing so high and I really loved it. Nice crowd, nice audience and good food. And always playing with Mr. Hans Tesink is a joy and an honor. So we had a great time. Ja, einfach Begeisterung pur und Genuss pur, muss ich sagen. Es ist einfach für mich persönlich auch eine Freude, wenn ich solche Leute herholen kann, mit der Unterstützung, die rund um einfach dazukommt. Das ist das Feine. Macht Spaß. Ja.